Herzlich willkommen zum dritten Teil der Vorlesung über Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Ich halte die Vorlesung gemeinsam mit meinen Kollegen Prof. Dr. Pardo und Prof. Dr. Rausch. Ich bin Gero Lückemeier und werde Ihnen jetzt im dritten Teil etwas über Interaktionsformen erzählen. Die Lernziele dazu, Sie sollen erklären können, was es mit Funktions- und Objektorientierung menschlicher Interaktion mit Systemen auf sich hat, und Sie sollen die Unterschiede zwischen den Dialogarten und deren historische Entwicklung erklären können, wenn wir mit dieser Veranstaltung fertig sind. Daraus ergibt sich dann sofort folgende Agenda. Zunächst schauen wir auf die Interaktionsstile und danach auf die Dialogarten. Bei den Interaktionsstilen wenden wir uns zunächst der funktionsorientierten Interaktion zu, wie sie auch historisch zuerst kam. Wenn Sie sich erinnern, wir haben ja auch auf die Geschichte geschaut in der Einführung, Geschichte der Mensch-Maschine-Kommunikation und die Generationen von Systemen, die kamen. Dann gab es zuerst die Möglichkeit, eine Kommandosprache zu verwenden und darin Befehle einzutippen. Diese Befehle, diese Operationen, die haben dann verschiedene Operanden und ich kann diese Befehle mit Parametern weiter konfigurieren. Ich wähle also diese drei Bereiche aus. Die Parameterangaben, die können nochmal in bestimmten Kombinationen zusammenwirken. Teilweise stehen diese vor dem Operanden, teilweise danach. Manche Kommandos sind auch flexibel und können die Parameter vor oder danach verarbeiten. Diese Flexibilität hilft natürlich Nutzenden, damit zurechtzukommen. Beispiel wäre hier die Kommandosprache in MS-DOS, die Sie vielleicht schon mal verwendet haben. Was man dazu sagen muss, ist, viele haben sie nicht mehr verwendet, weil sie sich einfach auf grafische Oberflächen verlassen und finden die Kommandozeile auch sehr unbequem. Woran liegt das Ganze? Das liegt sicher daran, dass Sie für die Kommandosprache zumindest mal Basiskommandos kennen müssen. Sie müssen also wissen, welche Befehle gäbe es denn, und können dann versuchen, über diese Befehle mehr zu erfahren. Natürlich gibt es ein Help und dann Befehlsname, aber dazu muss ich den Namen erstmal kennen, den ich hinter das Help stellen will. Und ich muss erstmal wissen, dass es einen Befehl Help gibt, mit dem ich mir zu anderen Hilfe holen kann. Oder auf der Linux-Kommandozeile dann eben Man. Und dass dazu dann Manual Pages, also Handbuchseiten kommen, die mir diese Befehle näher bringen. Mächtig ist das Ganze allemal. Und was man immer vergisst, gerade im professionellen Umfeld, wünschen Sie sich natürlich, dass Interaktionen skriptbar sind, dass man sie automatisieren kann. Und dazu brauchen Sie genau das Absetzen einzelner Befehle und eben keine grafische Repräsentation mehr. Von daher ist die funktionsorientierte Interaktion zwar älter und auch für den einzelnen Endnutzer in der Interaktion erstmal schwerer zu lernen und fühlt sich erstmal unbequemer an, aber aus dem professionellen Umfeld keinesfalls wegzudenken. Schauen wir trotzdem auch mal auf die objektorientierte Interaktion zum Vergleich. Typisch ist da, dass Sie ein oder mehrere Operanden wählen, dass Sie dann eine Operation auswählen und dass Sie im Zweifel dann noch Parameter eingeben können. Nehmen Sie als Beispiel in der Textverarbeitung, Sie selektieren hier einen Textbereich. Jetzt formatieren Sie das Ganze durch einen Menübefehl, das könnte wie jetzt hier in dem Beispiel Bildschirmabdruck gezeigt ein Kontextmenü sein, und wenn in dem Kontextmenüeintrag dann drei Punkte folgen, dann wissen Sie, dass dort noch ein Dialogfenster aufklappen wird, das Ihnen ermöglicht, diese Parameter weiter einzugeben. Wo ist jetzt hier der Vorteil? Der Vorteil liegt darin, dass Sie die Befehle nicht mehr unmittelbar alle auswendig wissen müssen, sondern Sie sagen erstmal, ich möchte mit diesem Text hier etwas machen, klicken dann und dann sehen Sie, was Sie denn mit diesem Text so alles machen können. Dieses Kontextmenü bietet Ihnen ja selektiv nur die Dinge an, die in der Regel tatsächlich auch funktionieren. Sie wissen, dass sich das bei den sogenannten Ribbons, bei den Bändern oben in den Office-Programmen ähnlich gestaltet, dass dort dann immer das Passende erscheint, was Sie gerade nutzen können. Also damit interagieren Sie objektorientiert und das fällt vielen Menschen spontan leichter, auch weil eben zum Beispiel Fehler durch Vergessen, wie hieß noch gleich dieser Befehl oder ähnliches, hier nicht mehr auftreten können.